Chapter 1, No Talk! Und damit herzlich willkommen und zurück. Herzlich willkommen und zurück bei einer neuen Folge Hotline Miami. Ja, in der letzten Folge habe ich ganz vergessen, noch hinterher aufzuzeichnen, dass wir noch ein B- bekommen haben in der Bewertung. Ich weiß für nächstes Mal Bescheid und werde den Screen noch ein bisschen länger laufen lassen. Und wir machen mal einfach hier weiter mit Chapter 1, No Talk. Rekord, ja, da haben wir ja noch nichts mit Einführung starten. Nö, Moment mal, das ist aber nicht das, was... Chapter 2? Chapter, ja, das, nö. Chapter 1, No Talk. Wer variiert, wird belohnt. Ah, wir sind hier wieder mit... Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier... Alter, die Musik, die feier ich so, ne? Guck mal, jetzt können wir hier auch noch den, ein Auge für Geheimnisse. Rasmus oder Will Richard. Ich nehme jetzt mal hier die Eule hier. East 7th Street. Wir steigen hier nämlich direkt aus unseren, Lambo, wollte ich schon gerade sagen. DeLorean, genau. Oh, schwierig heute. Boah, die Musik ist so geil. Okay, wir gehen da mal hier. Okay, go hier. Yo, yo, yo. Ach du Scheiße. Okay, der hat eine fette Schrotze da vorne. Ja, kann ich hier durchs Fenster oder was? Ach, hier ist eine Tür. Bam! So, jetzt sind wir hier die Menschen weg, jawohl! Zack. Zweier-Kombi? Ja, wie mache ich den jetzt mit der Schrotze fertig? Okay, der geht dann da. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Schrotze. Kommt da irgendwie ran oder so, da ich den dann direkt machen kann? Der wird mich jetzt bestimmt machen. Boah, Alter! Ja, hat mich direkt gemacht, der Penner. LOL? Ja, wollte ich gerade sagen. Mach ihn platt, Junge. Tja, was mache ich jetzt hier? Ich kann hier in die Wanne oder was? Nee. LOL? Ach, krass. Ja, der hat da auch direkt eine Schrotze, ne? Ach, guck mal hier. Aber dann kann ich den die Schrotze gleich abnehmen, wenn er hier patrouilliert, hau ich den die Tür in die Fresse. LOL! Kacke! Aber nicht so klug die Idee, okay, aber so können wir das auf jeden Fall machen. Whoops. So, jetzt hier den Kopf wegmatchen, Junge, okay. Ja, wir sollten dann vielleicht echt doch erstmal hier mit... So, zack, jetzt habe ich den weggeklatscht. Wie viele kommen denn da sonst noch? Okay, der hier hat eine Shotgun. Ja. Oh Gott! Alter. Ich halt fail. Okay. Noch nächster Versuch. So. Die hier aufnehmen. Bam, Junge, weg. So. Kacke, ey. So, jetzt hier. So, den hau ich jetzt gleich die Tür in die Fresse, Junge. LOL! Der ist doch nicht tot. Jetzt ist er tot. So, hier. Wenn der hier gleich entlang kommt. Ah, ach so, ja klar, das ist ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert, weil hat ja auch nur zwei Schuss. Das Ding. Das heißt, der wird mich direkt wegsnacken hier. Kommt der nicht hier oben hier irgendwie nochmal vorbei? War das nicht so? Hm.
Das ist natürlich kacke, die haben mir nämlich natürlich alle Weapons. Ich habe nur die Eisenstange. Was kann ich denn machen? Ja, der kommt hier oben unten nicht entlang. Weil ist der nicht hier unten gerade entlang gelaufen? Scheiße. Ne, der kommt da auf jeden Fall nicht entlang. Okay. Ja, komm hier entlang, komm. Ah, ja, klar, jetzt kommt er hier nicht mehr, oder was? Ja, natürlich, jetzt lief er da gerade entlang. Na komm. Komm, komm, komm. Boy, boy, boy. Mach! Scheiße, vergesst zu zielen. Das ist natürlich dämlich. Da, den habe ich gemacht. Platt ist er. Ja, der ist Matscher. Der ist auch Matscher. So, jetzt komm hier. Mann, was ein Spiel hier. Kack die Wand an. Jetzt muss ich den gleich, schmeiß ich das den in die Fresse oder was mache ich? Ich weiß es noch nicht. Da, den habe ich auch deinen Kopf zertrümmert, Junge. So, das heißt, der ist auch platt. Das heißt dann ja, es gibt jetzt hier noch zwei. So, hier unten ist keiner drin, ne? Nein, da kann ich ihn auch nicht überraschen. Okay, wenn er dann da entlang kommt, dann baller ich den die Birne weg. Wir nehmen uns die Wumme hier. Der hat gar nichts mitbekommen, dass sein Kollege gestorben ist oder was. Nö. Nein! Alter, ich hab die Wumme und sterbe. Das gibt's da nicht. Alter, welch ein Fail. Da, der ist weg. Was ein Kack, ey. Was ein Kack. Was ein Scheiß. So, den habe ich auch weggemacht. So, jetzt muss ich nur darauf warten, dass er hier... Warum ist er denn jetzt hier? Was macht denn der jetzt da unten? Das hat er doch gerade auch nicht gemacht. Was ist denn jetzt für ein Kack hier, ehrlich? Ah, sonst gehe ich den da oben holen. Er kommt jetzt. Er kommt nicht. Okay. Ja, klar. Gegenseitig gemacht wieder. Ach, so ein Scheiß, ey. Tschüss. Da, der ist platt. Den habe ich jetzt auch gemacht. Was ist jetzt mit ihm? Der patrouilliert jetzt da unten rum, ne? Alter! Warum machst du den nicht? Was ist denn da los? Ah, jetzt mache ich den aber hier. Nur... Komm ran. Jetzt kommt er hier nicht mehr oder was? Was patrouilliert denn der jetzt da unten rum? Ja, weil der da die Geräusche gehört hat oder was? Wenn ich jetzt aber reingehe, dann kommt er und ballert direkt los. Da habe ich keinen Bock drauf. Was ist denn, wenn ich da in den anderen Raum dann rumballern würde? Junge! Was ein Wahnsinnsding. Endlich, geh zum Auto. So, da haben wir dich immer geschafft hier. Level für Dumme hier war das wieder. Geh zum Auto, Junge. Geh zum Auto. Ah, hier, out, out, out. Wieso soll ich denn da hochgehen? Nee. Hier, ab ins Auto.
Jawohl, Abschüsse, das war natürlich nicht so Mut. Zeitbonus haben wir gar nicht wirklich viel geholt. Oh, ne, Kombis haben wir überhaupt nichts geholt. Oh. 19.000 Punkte noch. Haben wir jetzt nicht so viel geholt. Na, ich fast gar nichts. Das wird auch eine miese Bewertung geben. C plus nur. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Tür zu schlagen, Enttarnung, Tür zu schlagen, Enttarnung. Ja, Stufe C plus war jetzt nicht unser bestes Ergebnis. Ehrlich gesagt unser zweites, aber ja. Müssen wir jetzt mit leben. Und neue Maske haben wir direkt mit freigeschaltet. Tony! Ja, ach, der Tony! Ja, haben wir den Tony direkt noch mit freigeschaltet. Und ja. Wie es dann bei Tony weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Hotline Miami. Bis dann. Ciao.